Guten Tag, mein Name ist Pater Albert Soll. Ja, ich möchte Sie und euch einladen zu Lesungen von mir. Und zwar werde ich jetzt im Juni ja auf Lesereise gehen und an einigen Orten ja Leseabende, teilweise Nächte veranstalten. Und ich freue mich schon sehr darauf. Und zwar natürlich werde ich aus meinem Buch Sanfte Pfoten, nasse Flossen, nackte Füße auf dem Weg zu Gott vorlesen. Ich freue mich schon sehr darauf, bin schon sehr aufgeregt, ja, und bin schon gespannt, was die Tour bringt. Ja, ich werde auch nicht nur hier in der Region lesen, sondern ich habe auch zwei Termine außerhalb unserer Region. Ich bin einmal in Norddeutschland, in Visbeck, wo ich eine schöne Zeit als Kaplan verbrachte, und zwar jetzt, das ist der erste Termin, Sonntag, dem 12.06. um 18 Uhr im Pfarrheim in Visbeck. Und wer Lust hat, wer dort aus der Region kommt, wer gerne mal das Buch kennenlernen möchte oder mich ein bisschen näher kennenlernen möchte, wer mich zum Beispiel nur über YouTube oder aus anderen Social Media kennt, ja, der ist eingeladen am 12. Juni nach Visbeck um 18 Uhr ins Pfarrheim zu kommen. Dann am 24.06., das ist ein Freitag, bin ich bei den Franziskanerinnen Bad Breitbach zu Besuch innerhalb des Nachtlebens, so heißt das, ab 18.45 Uhr startet ja dieser Ablauf, und da ist eine Messe drin, da sind Gottesdienste drin, und da drin lese ich dann auch aus dem Buch vor und feiere auch die heilige Messe dort. Am 24.06., einem Freitag in Wald Breitbach ab 18.45 Uhr. Und hier in der Region bin ich dann am 30.06., das ist ein Donnerstag, in Kues im Kurgastzentrum und 19 Uhr und werde dort aus meinem Buch vorlesen. Also, herzliche Einladung für alle, die sich dafür interessieren, an meinem Buch, die ja vielleicht daraus mal vorgelesen haben wollen von mir. Ich freue mich, und es gibt auch Bilder von den Tieren, die ich mitbringe. Das ist so das Besondere. Also es gibt auch schöne Bilder von meinen Tieren. Die reisen dann in Form von Bildern auf dieser Reise mit. Herzliche Einladung. Ich freue mich, ja, euch und Sie zu treffen bei diesen Lesungen. Alles Gute. Tschüss.